Leute und herzlich willkommen zurück in der wunderbaren Welt von The Elder Scrolls Online. Hier fliegt der Veteran Dulli rum. Geh weg! Ich mag dich. Du hast eine Ruby-Dieter-Rüstung. Ich mag dich trotzdem nicht. Dich mag ich noch weniger. Mann! Hä? 630? Ich dachte 600 ist Maximum. Okay, dann ist halt 630 Maximum. Wurde es mal wieder erhöht. So, unsere Mission und auf unserer Agenda steht: Sprecht mit Serin. Okay, dann wollen wir mal Serin aufsuchen. Mal wieder gucken, wie weit die alle mal wieder weg ist. Ich muss wieder über die halbe Karte laufen. Aber diesmal haben wir Wegschreien. Ja! Okay. Raus aus Wadenfell. Nein, ich lese das jetzt nicht vor, weil ich genau weiß, dass es in 2 Sekunden wieder weg sein wird. Bei meinem Glück bleibt es. Das ist mal. Schön. Schön. Ich bin mal gespannt, wie die Story hier einen weiteren Verlauf nehmen wird. Ich bin mega gespannt. Ich komme echt nicht drauf klar. Das ist echt. Das ist jetzt, glaube ich, schon die 6. Folge in Folge, die ich aufnehme. Eigentlich wollten wir jetzt eine Explore-Folge machen, aber Herzi hat ja mal wieder keine Zeit. Also schaut dann an dich, Herzi. Hi. Nee, die Herzi ist eine sehr beschäftigte junge Dame. Deswegen nehmen wir da gerne Rücksicht. Wo ist denn der Wegschrein? Hä? War ich nicht irgendwo? Darunter. Das sollte ein Wegschrein sein. Ich dachte, der wird schneller angezeigt. Alles klar, okay. Dann gehen wir einfach mal den Weg hier runter und gucken wir mal, ob wir einen Wegschrein so finden. Weil den habe ich ja in der letzten Folge. Alter, der wird klein angezeigt. Das Radar wurde auch ein bisschen überarbeitet. Ja, ist okay. Okay. Jetzt runterfliegen, Golem. Ach, der kann Nester setzen. Was ist das denn für eine. Okay. Ich kein Magika, das heißt, ich kann keine Fertigkeit einsetzen. Aua, aua, aua. Was? Was war denn jetzt? Was? Mein Dualshock ist fast leer. Warum wurde der Bildschirm gerade schwarz? Das ist so cool. Okay, ich brauche die Ulti. Das muss sein. Ich friere den einfach rein. So, easy. Mit der Ulti hat man wirklich überhaupt keine Probleme, weil man die Gegner so extrem verlangsamt, dass sie so gut wie keine Fertigkeiten mehr einsetzen können. Und man macht auch noch ihre Schaden. Das ist schön. Du hast nichts Gutes dabei. Du hast einen Panzer. Und einen Veteran, du lieb. Nee, Stufe 12. Der ist mir sympathisch, aber der ist eh mehr. Den mache ich nicht. Nee, blau ist Dolchsturz. Blau ist Dolchsturz. Rot ist eben jetzt packt oder was umgekehrt? Nein, ich glaube, so passt das. Wo ist denn der Wegschrein? Da vorne ist der Wegschrein. Ich bin zwar überhaupt kein Freund von diesen Aschlanden, also von diesen zerstörten Regionen voller Lava und so, aber ich finde, Wadenfell macht alles richtig, was Landschaft angeht. Es gibt ein fruchtbares Magic Forest Land mit Bäumen und Riesenpilzen und so weiter. Und dann gibt es diese Bergkette in der Mitte mit dem Vulkan. Und dahinter das Aschland, das zerstörte Land, wo der Vulkan wahrscheinlich einmal einen Lavastrom drüber gelassen hat. Veteran-Dulli verschwindet. Wollte ich mir mit dir angucken. Gut, dann nicht. Mann, ich wollte dein Kostüm angucken, Mann. Ich finde das cool. Stufe 6. Hi. So. Warum ich die ganze Zeit zum Wegschrein laufe, wahrscheinlich die meisten werden es eh wissen, aber ich sage es trotzdem nochmal. Von Wegschrein zu Wegschrein ist das Reisen gratis. Ihr seht es schon, um wählt X, um schnell hierher zu reisen. Ja. Und deswegen machen wir das. Ich verschwende nämlich kein Geld. Denn ich werde in diesem Spiel noch sehr viel Geld brauchen. Wir müssen auch übrigens endlich mal unser Haus einrichten. Denn wir haben ja ein Gildenhaus. Aber das ist irgendwie noch fast nicht eingerichtet. Dann muss ich mal mit Herzen zusammensetzen und ein paar Folgen aufnehmen. Oder wir machen es in einem Stream. Das weiß ich noch nicht genau. Müssen wir mal gucken. So, sprecht mit Serin. Okay. Dann wollen wir mal in das Dorf zurückgehen. Und ihr mal von Jodalas Waren Sichten zu der ganzen Sache erzählen. Bildschirme sehen immer noch komisch aus. Jetzt haben wir auch endlich mal Texturen in dem Dorf. Letztens hatten wir das ja nicht. Komm, Texturen, bitte bleibt geladen. Das wäre sehr nett. So. Alter, was? Hä? Warte mal. Mond und Stern. Ihr seid zurück. Ja, gleich. Was ist das? Ist das ein riesiger Panzer? Ernsthaft, ich muss mir das angucken. Hi, Serin. Nein, ich komme gleich. Keine Sorge. Das ist ein riesiger Panzer? Das sieht aus wie so ein riesiger Panzer von so einer riesigen Käfer etwas. Ich hoffe, wir werden so einem riesen Käfer. Wenn das ein riesen Käfer ist, aber ich glaube schon. Kaufe und verkaufe. Nein, Händler, pfui. Wohl, ich bräuchte einen Händler. Das sieht aus wie so ein Panzer von so einem riesen Käfer, wenn ich ganz ehrlich bin. Was ist das da hinten für weißes Zeug? Ich glaube, das ist. Entweder ist das irgendein komisch geformter Kristall oder da hinten ist eine Himmelsscherbe, ich weiß nicht. Ne, das sind Kristalle, die sind hier überall. Okay, Händler, ja, ich bräuchte den Händler, hi. Möchtet ihr Geschäfte mit dem Volk der Veloti treiben? Zollt euren Respekt und wir können Handel treiben. Gerne. Ich habe nämlich die Menge zu verkaufen. Hier eine Eisenstreitachse, Flamme, Rohlederschone, Eisendolch,
Ja. Ich verkaufe das Ganze. Ich weiß, es ist natürlich leicht besser wie die Rüstung, die ich gerade anhabe, aber Style ist mir dann doch ziemlich wichtig. Die drei jetzt. Nee, ist gerade keinen Wert. Veridianstaub. Nee, das behalten wir erstmal. Das klingt lustig. Das könnten wir eigentlich auch mal auf. Facettenreiches Auge. Ich weiß nicht, was man daraus machen kann. Eine Monster. Ach, das ist eine Monstertrophäe. Ach so. Nee, das behalte ich. Das hänge ich auf in unserem Gildenhaus. Übrigens, ein weiterer Shoutout. Ihr könnt gerne unserer Gilde beitreten. Ihr wisst, wie es läuft. Einfach mich per PSN anschreiben, dann passt das. Oder direkt im Spiel, das geht natürlich auch. Mein PSN-ID sollte unten in der Beschreibung stehen, für die, die es interessiert. So, Rohlederschulter kann auch alles weg. Eisenschwert kann auch weg. Da soll man gut Geld hinkriegen. Ne, Seelensteine behalte ich. Das kann auch alles weg. Schatzkarten. Hartes Brot von vorgestern. Könnten wir rein theoretisch mal essen. Tatsächlich haben wir einen guten Buff. Naja, erhöht maximales Leben. Und das erhöht maximale Ausdauer. Das ist schön. Rezept. Das sollte man verkaufen. Verkauf. So. Dann haben wir jetzt gut Handel betrieben. So. Serene! Ich weiß nicht, ob dich warten lassen, aber ich musste den Panzer hier untersuchen. Und danach muss ich noch ein bisschen Crap verkaufen. Hi. Die Weissagerin kehrte aus der Kaverne der Fleischgewordenen zurück und betrat sofort darauf Scar, um die Stämme zu treffen. Chodala ist auch da drin und er steht kurz davor, als Nerevarine anerkannt zu werden. Sagt mir, dass ihr mit etwas zurückgekehrt seid, was den Aufstieg meines Bruders zur Macht aufhalten kann. Ja, ich habe mit einigen der Fleischgewordenen gesprochen und sie gaben mir diese Schriftrollen. Ach, natürlich. Man nutzt die Geschichten der gescheiterten Fleischgewordenen, um Chodalas Argumente zu entwerten. Das ist brillant. Nun, abgesehen von einem Problem. Ein Problem? Fremdländer haben keinerlei Rang im Rat. Die Aschländer werden sich um kein einziges eurer Worte scheren. Jemand anderes muss die Argumente vortragen. Jemand, dem sie vertrauen. Ich schätze, das heißt, dass ich meinem Bruder entgegentreten muss. Mit eurer Hilfe, selbstverständlich. Wie kann ich euch helfen, wenn ich nicht mit dem Rat sprechen kann? Ihr habt mit den Fleischgewordenen gesprochen, nicht ich. Ich bin mit ihren Geschichten vertraut, aber ich werde Hilfe brauchen, um die richtigen Argumente zu finden, die wir Chodalas Ansprüchen entgegenhalten können. Ich finde es schrecklich, mich so gegen meinen Bruder stellen zu müssen, doch ich sehe einfach keinen anderen Weg. Okay, wann soll ich euch die Schriftrolle des fleischgewordenen Ranso geben? Der fleischgewordene Ranso war stark und mächtig. Er dachte, Stärke allein würde reichen, um die Aschländer zu einen. Er ist gescheitert. Wenn Chodala seine Macht anpreist, werden wir diese Schriftrolle als traurige Mahnung heranziehen. Okay, aber wann soll ich euch die Schriftrolle der fleischgewordenen Aduri geben? Die fleischgewordene Aduri war eine Vorkämpferin meines Volks. Sie verteidigte uns gegen die größten Bedrohungen. Doch als sie sich in den Krieg nur um des Krieges willen verliebte, bewies sie so, dass sie nicht der Nerevarine war. Wenn Chodala verkündet, dass Krieg die Antwort ist, übergebt ihr mir diese Schriftrolle. Muss ich mir das jetzt alles merken, was sie sagt? Okay, last but not least. Wann soll ich euch die Schriftrolle des fleischgewordenen Danaut geben. Oder nee, Danaart. So spricht man das aus. Der fleischgewordene Danaart dachte, sein Weg wäre der beste. Er lehnte den Rat der Weissagerinnen und der Ashkane ab. So etwas würde Nereva niemals tun. Wenn Chodala verkündet, dass er es besser weiß als alle anderen, dann verwenden wir diese Schriftrolle. Alles klar, ich hoffe, ihr habt mir das Alge... Ich hoffe, ihr habt das wenigstens ein bisschen gerade verstanden. Egal, gehen wir los. Trefft mich drin. Nee, ich komm mit. Und ich laufe schneller wie du. Hey, du bist die Magierin. Okay. Hat man auch einen Kampf mit ihr gesehen. Also egal. Scar. Das ist eine geile Höhle. Geil. Einst regierten die mächtigen und riesigen Kaiserkrebse. Das könnte ein Kaiserkrebs gewesen sein. Ganz Wartenfell, doch sie ent... Lass mich lesen. Ist okay, ja. Ja. Aber das könnte wirklich ein Kaiserkrebs sein. Worin wir gerade uns befinden. Das sieht so höhlentechnisch aus. Das sieht wieder nach Schale aus. Das könnte wirklich ein Kaiserkrebs sein, worin wir uns gerade befinden. Was geil wäre. Müssen wir diese Pause fortsetzen? Es ist eindeutig, dass ich der Nerevarine bin. Niemand ist vorgetreten und stellt euren Anspruch in Frage. Serene, ich bin enttäuscht von dir, liebe Schwester. Genug. Ich höre mir eure Argumente an und fälle dann eine Entscheidung. Selbst die Fremdländerin erkennt, dass ich der mächtigste Aschkan bin.
Meine Stärke allein weist mich als Nerivarine aus. Wirklich? Muss ich da dran? Wo gebe ich jetzt die Schriftrolle ab? Bei wem? Trudala nennt seine große Stärke als Beweis für seinen Anspruch. Gebt mir die Schriftrolle, die eben diese Eigenschaft des Nerivarine in Frage stellt. Das war Ranzo, soweit ich weiß, ne? Probiert es mit der Schriftrolle des fleischgewordenen Ranzo. Ja, das ist ein stimmiges Argument. Ja, versuch's, Serin. Fleischgewordener erscheint! Als Krieger und Ashkan war ich der mächtigste meiner Generation. Doch trotz all meiner Stärke habe ich mein Volk enttäuscht. Folgt nicht meinem Beispiel. Die treulosen, dreisten Häuser bedrohen unser Land. Doch ich werde uns in die Schlacht und zum Sieg über sie führen. Okay, jetzt will er quasi mit Kriegsargumenten trumpfen. Da wissen wir genau, was wir zu tun haben. Das ist wesentlich nervenaufreibender, als ich gedacht hätte. Welche Schriftrolle würdet ihr empfehlen, um dieses Argument zu kontern? Das war Aduri, ne? Aduri war die, die nur Krieg wollte, glaube ich, ne? Und Danaat war der, der auf niemanden gehört hat mehr. Der quasi nur seinen eigenen Weg gefolgt ist, weil er alles besser weiß. Ich glaube, es war Aduri mit dem Krieg. Das hört sich sinnvoll an. Ich werde es versuchen. Okay. Fleischgewordener erscheint! Ich dachte, der Pfad der Nerivarine wäre ein Pfad des Blutes und der Schlacht. Doch meine Liebe zum Krieg war mein Untergang. Krieg ist die gescheiterten Fleischgewordenen beweisen gar nichts. Ich brauche nur meinen eigenen Rat, so wie es mir als Nerivarine zusteht. Und da kommt Danaat ins Spiel. Ich glaube, es klappt. Noch eine letzte große Anstrengung und dann sollte es geschafft sein. Okay, die Schriftrolle des fleischgewordenen Danaat sollte seine Annahme widerlegen. Natürlich. Mal sehen, was geschieht. Fleischgewordener erscheint! Ich wollte den Rat der Weissagerinnen und Ashkane nicht annehmen. Ich dachte, ich wüsste alles, doch ich wusste nichts. Das ist nicht der Weg des Nerivarine. Da siehst du mal, Trudala. Und die Fremdländerin. Ihre Argumente überzeugen. Trudala, wir verweigern euren Anspruch. Das beweist gar nichts. Seht, wie der Stab mich beschützt. Ich bin der Nerivarine. Rumexilanten, erschlagt die Ungläubigen. Was? Was? Okay. Du wolltest es so. Du wolltest es so. Alles klar. Warte. Waff mich. Wo geht Serin hin? Soll mir helfen, verdammt. Okay, die paar Rotexilanten. Ah, überhaupt keine Chance gegen uns. Ja, komm doch. Aua. Lass das. Batz. So, da müssen wir doch noch ein bisschen kämpfen. Der setzt wirklich die Rotexilanten ein. Dieser blöde Feigling. Okay, nehmen wir mit. Können wir verkaufen wieder? Da sind ja noch mehr. Okay, also ich hab da kein Problem mit. Komm doch. Den einen kiten wir weg. Aua. Mit euren scheiß Buff-Effekten. Oder Sun-Effekten, besser gesagt. Oh, Rang 16 bei Winterkälte. Das ist sehr schön. Finde ich sehr sozial. So, hi. Mann, da steht ja schon Schurke dran. Wie kann er mit denen zusammenarbeiten? Wahrscheinlich sind das die einzigen Handlanger, die wirklich an ihm festhalten. So. Leute, ist noch jemand übrig oder war es das schon? Nee, es steht immer noch besiegt die Rotexilanten. Ah. Oh. Galakan Just Zashtin. Das ist doch, den kennen wir. Oder die kennen wir. Okay, du willst es so. Du willst es so, alles klar. Den kennen wir aus den Geschichten, aus den Briefen, die wir gelesen haben. Alter, das ist eine geile Fertigkeit. Die hätte ich ja nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist leider eine Magierfertigkeit, also von dem her, wenn wir das nicht haben. Nein, pfui. Da brauche ich nicht mal eine Ulti für dich. Die kriege ich so hin. Ganz easy. So. Oh shit. Aua. Vielleicht kite ich sie ein bisschen weg, weil mein Leben ist doch schon ein bisschen am Schwinden. Und dann gebe ich mir noch kurz einen Buff. Au. Okay. Batz! So, wir müssen Serin folgen. Das war eh schon ganz knapp. Spannend. So, Serin!
Ich hoffe, sie macht keine Scheiße. Okay, Serin, hallo. Wo bist du? Dann hinterher, nach Aldrun. Okay, das könnte eine längere Folge werden. Ich will das jetzt abschließen hier. Aber an. Obwohl, wir sind erst bei 15 Minuten. Geht noch. Siehst du mal. Sind wir gut in der Zeit? Ja. Was? Gilden erhalten private Kanäle für Sprachchat und die Ausschlüsse, die mit... Ja, ich weiß, dass die eigene Chats bekommen. Kriegen auch eigene Textchats. Gildenchats und Sprachchats. Ja. Da wären wir wieder bei der Gilde. Silence of the Moon, alle rein. Wir sind ja auch, glaube ich, schon 15 Mitglieder oder so. So, Serin, hallo. Geht zu meiner Hütte und holt die Heilertasche sofort. Ich weiß, was aus meinem Bruder geworden ist. Auf die Stelle, Weissagerin. Eieiei. Azura? Sterbliche, ich will mit euch sprechen. Bin doch da. Azura. Chudala wurde als gescheiterter Nerevarine enttarnt. Aber das hält ihn nicht davon ab, seine rücksichtslosen Taten fortzusetzen. Solange er den Stab führt, ist er unaufhaltbar. Und was sollen wir also tun? Die Zeit arbeitet gegen euch, Sterbliche. Schon jetzt wird Vivec, dieser wichtigtuerische Eindringling, immer schwächer. So sehr ich ihn auch verurteile, darf Vivec nicht Chodalas abscheulicher Magie anheimfallen. Hier ist eine andere Macht am Werk, die ich noch nicht so recht benennen kann. Es muss etwas geben, das ich tun kann. Es kann nicht so auswegslos sein. Kehrt in die Stadt Vivec zurück. Tut, was möglich ist, um Vivec zu helfen. Und gebt Acht auf mein treues Gefäß Serin. Ich nenne sie Champion des Monds und des Sterns. Sie wird bei der Beendigung des Sturmes ihres Bruders zur Gottheit eine entscheidende Rolle spielen, falls sie überlebt. Okay, ich weiß nicht, was dein Geschwafel hier genau bedeutet, aber es klingt sehr wichtig. Okay, ich werde nach Vivec zurückkehren. Serin! Berauschend! Berauschend? Okay, das hat sie gefallen. Das war herrlich. Fürstin Azuras Gegenwart erfüllte mich mit solchem Staunen. Sie hat sogar durch mich gesprochen. Ich habe alles gehört, was sie sagte, und ich spürte ihre Dringlichkeit. Ihr müsst sofort nach Vivec zurückkehren. Sie meinte, ihr wärt ihre Vorkämpferin und dass ich eure Hilfe brauchen würde. Und ich werde euch helfen. Kehrt nach Vivec zurück, während ich meinen Bruder und seinen verdammten Stab aufspüre. Da die Aschländer sich gegen ihn gewendet haben, bleiben ihm nicht viele Möglichkeiten. Nachdem ich ihn gefunden habe, treffen wir uns und suchen nach einem Weg, um Chodalas Verteidigung zu durchbrechen. Okay, so machen wir das, meine liebe Serin. Leb wohl, wir müssen jetzt getrennte Wege gehen. Ist da oben was? Leute, so, das soll es für gewesen sein für heute. Wir sind mal wieder durch. Ach, die Zeit, schön, die Zeit vergeht. Das ist so schön. So, lasst auf jeden Fall ein kleines Kombi da, kurz oder wie gedreht, alles unten rein, ihr wisst, wie es läuft. Ich jetzt glaube ich jede Folge, aber es ist einfach wichtig, es gehört zu meiner Abmoderation dazu. Und ja. Und lasst auf jeden Fall auch eine kleine Bewertung. Oh, hübsch. Was hat der für einen Bären? Nee, das ist kein. Was ist das? Was hast du da? Okay, der ist Level 630. Natürlich hat er Ausdauer komplett hochgeskillt von seinem Reittier. Alles. Da ist ein wilder Wächter. Hübsch. Egal. Also, wenn mal eine kleine Bewertung, ob es euch gefallen hat oder eben nicht. Das ist wichtig für mich, um zu wissen, wie ich meine Folgen gestalten soll. So, vielleicht wird die nächste Folge eine Explore-Folge werden oder wieder eine Story-Folge. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Wann ich die liebe Herz mal wieder überzeugen kann, sich mir anzunehmen. So, aber das soll es gewesen sein. Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis morgen, 14 Uhr. Well, of course, online. Tschö.